Ja, hallo und willkommen zurück bei Banjo. Ich habe nur noch eine Energie, ich bin an einer anderen Stelle. Was ist los? Was ist passiert? Mir ist vorhin ein Video verreckt. Ich habe mich ganz komisch hier versafe-stated. Camtasia hat mir ein Video gefressen und deshalb habe ich auf meinen letzten Save zurückgegriffen. Der war Gott sei Dank hier. Ihr habt also nichts Großartiges verpasst. Nur habe ich hier dieses Trötenspiel, nenne ich es jetzt einfach mal, gemacht. Wenn man hier einmal auf den falschen Schalter klickt, dann kriegt man eine Energiewabe abgezogen. Deshalb sieht es auch so mau aus, energietechnisch bei mir. Ja, hat mich ziemlich mitgenommen. Aber ich meine, ja. So, richtig gemacht. Konnte mich noch recht erinnern. Ja, großartig was verpasst habt ihr eigentlich nichts seit dem letzten Video. Hoffe ich doch zumindest. Falls doch. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich muss mir das Ganze nachher nochmal angucken und falls ich was vergessen habe, mache ich nochmal ein extra Video oder so. Aber ich glaube, ihr habt wirklich nur ein paar Schritte und ein bisschen Energieverlust bei mir verpasst. So, weiter im Text. Was ich noch sagen möchte, was mich persönlich auch traurig stimmt. Und zwar, ein guter Freund von mir, so kann ich ihn ruhig nennen, denke ich mal, der Wishes Gamer. Auch ein großartiger Let's Player hier auf YouTube. Boah, wie soll ich das am besten erklären? Muss aus privaten Gründen seinen Kanal jetzt Anfang April erstmal auf Eis legen und hat deshalb keine Hilfe, keine Zeit mehr für Let's Plays. Ja, er hat auch noch andere Probleme, sage ich jetzt mal. Möchte ich jetzt aber gar nicht größer drauf eingehen, weil, ja, so, ja, ne? Die, die ihn kennen, die, die ihn abonniert haben, die wissen, worum es geht. Er hat es ja auch angekündigt in zwei Special-Videos. Und ja. Aber auf jeden Fall, Wishes, bleiben wir dir treu. Ich zumindest auf jeden Fall. Ich finde, du bist ein großartiger Let's Player und du solltest auf jeden Fall weitermachen, weil so einen wie dich braucht YouTube unbedingt. Und ja, für die Zukunft wünsche ich dir natürlich, wie hoffentlich all deine anderen Abonnenten und Freunde auch, viel Glück und alles Gute. Ja, halt die Ohren steif, Junge. Gut. Okay, machen wir hier mal weiter bei Banjo. Ja, jetzt kommt der Raum, vor dem ich mich am meisten fürchte. Und zwar müssen wir hier runter in den Maschinenraum. Also mit dem Maschinenraum ist nicht zu spaßen. Ist nicht gut Kirschen essen mit hier, der kann einem schon mal das Genick brechen. So, was ich am Anfang hier gerne immer vergesse, ist sich unbedingt hier nochmal zu fangen und nach dem roten Strich, verdammt, hier in das kleine Löchli muss man irgendwie reinkommen. Ja, oder auch so. Denn hier ist eine leere Honigwabe. Ziemlich gut versteckt, finde ich. Und natürlich haben wir hier auch ein Honighaus. Way. Also, beim Maschinenraum ist absolute Todesgefahr. Wenn man hier einmal runterfällt, dann war's das auch. Ja, von daher, Leute, da ich mich vorhin schon versafe-stated habe und Camtasia mir auch eine Aufnahme gefressen hat, nehmt's mir nicht übel, aber ich werde hier das ein oder andere Mal einen Quicksave machen, damit ganz einfach mir nicht nochmal eine Aufnahme verloren geht. So. Also, ich fange hier auf der Seite an und ich speichere hier jetzt. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt bei dieser Aufnahme alles gut geht. Gut. Ach, diese drehenden Rohre hier, die sind das größte Hindernis am Maschinenraum. Echt, die können euch das Leben zur Hölle machen. Boah, die Kameraführung ist jetzt so bescheuert. Oh yeah, hab's darüber geschafft. Da ist ein Bling-Bling. Und ich glaube hier. Warte mal, für was war der gut? Ach ja, der macht die Außenturbinen langsamer. Gut. Warte mal, habe ich hier. Da ist ein Mumbo. Nehme ich den mit oder nehme ich den nicht mit? Ich weiß es nicht. Ah, doch, ich probier's. Falls ich. Oh Gott! Die Kamera
Kamera. Das ist echt, dass die nicht direkt hinterm Banjo-Banker, dann müsste ich nur nach vorne drücken. Nein, so muss ich irgendwie über die Schräge laufen. Uah, ist aber auch gruselig gemacht hier. Oh, oh, und jetzt aber... Oh, nein, verdammt. Nein, Absturz. Ja, so kann es euch gehen, wenn man Mumbo geil ist. So, laden. Und halt nochmal von vorne. Aber da ich gesehen habe, dass diese Route schwieriger ist, fange ich mit der an. Werdet ihr auch später sehen, warum. Boah, die Rohre, echt. Das ist so grausam hier drin. Wisst ihr was, ihr zwei Mumbos? Ihr seid mir viel zu gefährlich. Ihr könnt mir mal einen Buckel runterrutschen. Ich brauche euch nicht. Und rüber! Okay. Und zwar gibt es ja links und rechts so einen Turbinenschalter. Erst wenn beide gleichzeitig an sind, dann stehen die tödlichen, muss man dazu sagen, Turbinen still. Und ich kann das Puzzleteil, wo man eben im Abspann gesehen hat, holen. Bling, bling, ding. So, hier muss ich natürlich auch noch irgendwie durch. Am besten, wenn du langsam machst. Okay. Eieieiei, ist ja ganz schön tricky hier. So. Hab dich. So. Jetzt hier rüber. Fuck! Nein! Nicht schon wieder! Och man, das ist doch jetzt nicht wahr. Krieg hier noch Sprechen. Ach, ehrlich, so eine Scheiße. Tut mir leid, aber der Maschinenraum, der ist mir jedes Mal ein Dorn im Auge. Ach, wisst ihr was, ich benutze jetzt hier einfach nochmal ein Safe State, weil ich möchte euch das nicht dauernd antun. So. Maus, weg da. Ja, da wollte ich eben gerade noch durchwitschen. Okay. Boah, Hilfe. Also hopp, nochmal. Meine Güte, brauche hier schon ewig, um da hinzukommen. Alles nur so ein doofes Teil. Na gut, ich bin vorsichtig hier unten, weil ich will hier einfach nur raus. Boah, aber Glück gehabt, hey. Na gut, jetzt geht's auf Zeit, weil jetzt gilt's. Jetzt stehen sie still und ich komme gefahrlos dahin. Ah, ein bisschen über eine Minute habe ich. Ah, okay, während der Zeit bleiben auch die Rohre still. Jetzt wisst ihr auch, wie man hier an die Schädel kommt. Aber aus Zeitgründen hole ich natürlich nur einen. Falls das nicht schon zu viel Zeitverlust war. Wo bin ich denn? Okay, Beeilung, Banjo. Gib Stoff. Oh nein, ihr habt mir gerade noch gefehlt, Jungs. Weg hier, weg hier, weg hier. Komm hoch. Wow. Habe ich das leere Ding? Ja, ich glaube schon. Okay. Ach du Scheiße, das wird eine ganz enge Kiste. Ich muss da ja dann auch heil wieder rauskommen, ne? So ist es ja nett. Jetzt tauch ab! Oh mein Gott! Und weg hier, weg hier, weg hier! Oh Gott, geschafft. Ich bin heil lebend rausgekommen. Wow. Okay. Mal scharf überlegen, was fehlt mir noch hier? Statistik. Ach, verdammt. Irgendwo habe ich was vergessen. Irgendwo habe ich was vergessen. Irgendwo. War ich auf den Schornstein? Nee! Auf den Schornstein war ich noch gar nicht. Oder habe ich das beim letzten Video geholt? Ach, ich weiß nicht. Diese eine Aufnahme, die mir flöten gegangen ist, die hat mir echt alles durcheinander gebracht. Naja, mal nachgucken.
Nee, ich glaube nicht. Muss ich noch holen. Schaffe ich natürlich in diesem Take nimmer, war ja so klar. Gut, dann gibt es halt beim nächsten Mal. Bis dann, euer Sluxy.